Hey Leute, ein Zuschauer hat mich gefragt, es gibt so viele World Buffs in Phase 4, woher kriegt man die eigentlich alle? Es gibt tatsächlich einige World Buffs, die ihr euch holen könnt. In dem Video wollte ich euch mal alle möglichen World Buffs zeigen und wie man sie holt. Fangen wir an mit dem ersten World Buff, der uns zur Verfügung steht. Leider noch nicht, erst am Donnerstag. Das ist der Onyxia World Buff. Dennoch wollte ich ihn hier schon mal erwähnen, weil er auch dazugehört. Der nächste World Buff, den ihr euch holen könnt, ist beim Dunkelmond Jahrmarkt, entweder in Wald von Elven oder Mulgor. Ihr müsst diesen Gnoll ansprechen und zweimal ganz oben drücken, dann bekommt ihr plus 10% mehr Schaden. Das werden die meisten nehmen. Oder ihr nehmt das mit den Widerständen, das ist natürlich auch gut für MC. Das gibt euch plus 25 für alle Widerstände. Dann müsst ihr einmal oben klicken und dann das zweite, hättet ihr plus 25 Widerstände, also auch Feuerwiderstand. Und das ist natürlich nicht schlecht für MC. Den nächsten Buff bekommt ihr im Düsterbruch. Die werden euch wahrscheinlich was sagen, die Buffs. Und zwar müsst ihr da Düsterbruch Nord gehen. Da bekommt ihr 3 verschiedene Buffs, die wirklich stark sind. Eins erhöht die Angriffskraft um 200, der zweite erhöht den Zaubertreffer-Crit um 3% und der dritte erhöht eure Ausdauer um 15%. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, diesen Buff euch zu holen. Und zwar müsst ihr da den Tribute-Run laufen in Düsterbruch Nord. Da müsst ihr euch an den ersten 3 Bossen vorbeischleichen, also die dürft ihr nicht attackieren. Ihr müsst die Kiste hier looten und dann weiter durch das Tor. Wenn ihr jemanden in der Gruppe habt, der das schon gemacht hat, der weiß Bescheid. Es ist wirklich nicht schwer. Wenn ihr es einmal gemacht habt, dann wisst ihr auch sofort, wie es geht. Und ihr müsst im Endeffekt an allen Bossen vorbei und dann zum Ende den König umbringen. Und dann kommt ein Ogre, den müsst ihr ansprechen. Dann bekommt ihr die Krone und ihr könnt wieder zurücklaufen. Die sind jetzt euch freundlich gesinnt, die anderen Ogre. Dann geht ihr zu den Bossen, die ihr übersprungen habt, spricht sie an und ihr bekommt die 3 mächtigen World Buffs. Und das Gute ist, ihr könnt die auch einschweißen, also Buhnen. Von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Und es dauert auch nicht lange, der Run. Ihr seid mit einer guten Gruppe wirklich sehr, sehr schnell durch. Den nächsten World Buff, Lied Blumens Erenade, bekommt ihr im Teufelswald und das ist ein richtig geiler Buff. Der erhöht eine Stunde lang eurem Crit, Nahkampf, Fernkampf und Zauberkrit um 5% und alle Attribute um 15%. Die Quest findet ihr genau an dem Punkt, der zu sehen ist. Das sind wiederholbare Quests, aber bevor die freigeschaltet werden, müsst ihr erstmal die Quest den Teufelswald säubern erledigt haben. Dann werden euch berufsabhängig Quests bereitgestellt. Salbe durch Jagd ist immer zur Verfügung und ansonsten gibt es noch Salbe durch Bergbau, Salbe durch Sammlung, Salbe durch Fischereien und Salbe durch Entzauberung. Ich habe Entzauberung genommen, weil ich ein Zauberer bin und eine geringe Nether-Essenz dafür verbraucht, also relativ günstig. Und dafür bekommt ihr 2 szenarische Pflanzensalben und die benötigt ihr, um diese verderbte Liedblume zu looten. Die findet ihr überall in dem Teufelswald. Hier oben, wo ich stehe, ist auf jeden Fall ein Spawnpunkt. Dann einfach das Ding looten, also die Quest abgeben. Besser gesagt mit diesen 2 Pflanzenteilen und dann öffnen und dann bekommt ihr direkt den World Buff, wie ihr sehen könnt. Und das Gute ist, ihr könnt ihn auch buhnen, also einschweißen. Aber falls ihr denkt, das ist schon alles, da muss ich euch leider enttäuschen. Und zwar der letzte Buff ist War Chief's Blessing, Segen des Kriegshäuptlings. Das ist der persönliche World Buff für Horde-Spieler schon immer gewesen im WoW Classic und jetzt mit SOD haben die Lernspieler das auch bekommen. Um den Buff zu bekommen, müsst ihr euch in Orgrimmar oder Sturmwind aufhalten. Allianzspieler bekommen den Buff, wenn sie Rent Schwarzfaust in UBRS killen. Da bekommt ihr einen Kopf und mit diesem Kopf könnt ihr dann die Quest abgeben vor SW und dann bekommen alle diesen World Buff. Den könnt ihr übrigens auch einschweißen. So schaut das ganze Schaubild in der Menge aus. Im Endeffekt haben wir 7 World Buffs in Phase 4. Das ist schon wirklich, wirklich viel. Den Krieger World Buff habe ich jetzt übrigens nicht dazu gerechnet, da dieser nicht mit dem Uni-Buff stackt. Der Krieger Buff dient im Endeffekt nur dazu, wenn ihr im Raid Wipe, dann habt ihr eine kleine abgeschwächte Version des Uni-Buffs, den ihr dann einfach für den Raid habt. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen. Wenn ja, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Nicht vergessen, morgen Abend geht MC los. Es gibt viel zu tun. Gear Farmen, Feuerriese Gear und. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.